Jo, in diesem Anruf versucht die Betrügerin mir mit Versprechungen von ganz großen Gewinnen ein kostenpflichtiges Zeitschriftenabo anzudrehen. Was sie dabei nicht merkt, ist, dass ich sie längst durchschaut habe und den ganzen Anruf nur ihre Zeit verschwende und mich über sie lustig mache. Einen wunderschönen Tag sind auch der Herr Karl Zentner fahren. Ja. Schön, sehr reich. Ich melde mich von der Presse Medienservice aus Landshutbein. Es geht hier um Ihre kostenlosen Preisausschreiben. Sie sollen beim Finaltag den Hauptpreis hier erzielen, haben Sie eine Auswahl zwischen Mercedes C63 AMG oder den Gegenwert von 76.000 Euro. Was dürfte ich beim ersten Platz hier für Sie eintragen? Weiß, Hälfte, Hälfte, geht das? Nee, entweder oder. Also eins von beiden. Ja. Dann nehme ich das erste. Also das Auto, gerne. Am zweiten Platz ist auch ein Auto, VW Golf 7. Der Gegenwert wäre 25.000 Euro. Da auch das Auto oder den Wert? Ist es ein Golf oder ein Minigolf? Ein Golf, VW Golf 7. Ja, aber es gibt ja auch die, ist es, also ist es die V7 Miniserie oder die V7 Extra Serie? Extra. Die Extra-Serie. Okay, ist nicht die Mini. Ja. Anmerkung: Die V7 Extra-Serie habe ich mir zwar gerade erst ausgedacht, aber schön, dass sich das so schnell durchsetzt. Ja, wie ist denn die Luftkurve bei dem so eingestellt? Also ist Keine das. Ahnung. Wissen Sie nicht. Da fragen Sie mich zu viel. Mir Okay. reicht es, wenn es fährt. Ja, solange die Ausschussdüse richtig geölt ist, muss man sich da ja keine Sorgen machen. Ja, gut, nehme ich wieder das Auto. Gut. Dritter Platz ist ein Kreuzfahrtschiffsreise um die Welt von ca. 15.000 Euro. Diesbezüglich können Sie aber auch anderweitige Reise antreten, zum Beispiel, wenn Sie jetzt sag ich mal, keine Schifffahrten vertragen können. Ne? Das ist man Was natürlich ja nicht im Vorfeld. heißt um die Welt? Eine Kreuzfahrtschiffsreise um die Welt. Ja, was meinen Sie mit um die Welt? Wien, Österreich, England. Mit einem Kreuzfahrt durch Wien, Österreich und England. Jo. Wie wollen Sie denn nach Wien kommen mit einem Schiff? Also, es Das ist doch ist mitten eine im Land. Weltreise sozusagen. Ja, aber Wien ist ja von Land umgeben. Da kann ja kein Schiff durch, oder? Wäre jetzt als Beispiel. Ach so, das ist nicht wirklich Wien. Ich hab noch nie eine Weltreise gemacht, deswegen kann ich ja auch nichts beurteilen. Ja, was, wenn man am Rand runterfällt? Da gibt es ja keine Sicherheitsvorschriften. Nö. Okay. Ja gut, nehme ich. Gut, Ich wollte schon immer mal runterfallen. vierter Platz ist ein Einkaufsgutschein von Mediamarkt im Wert von 8.000 Euro. Da den Gutschein oder den Gegenwert? Keins von beiden. Ich unterstütze Mediamarkt nicht. Das ist eine Firma, mit der will ich nichts zu Also das tun haben. Geld. Nein, keins von beiden. Ich unterstütze Mediamarkt nicht. Gut. Fünfter Platz ist 4.000 Euro im Bar. Da soll es aber jetzt, sag ich mal, nicht geklappt haben. Da haben Sie zu 100% einen Wertgutschein von 1.000 Euro schon mal garantiert. Das heißt, ich Falls habe Sie schon mal. keinen Hauptpreis hier erzielen. Warten Sie mal. Mhm. Das heißt, ich habe schon. Sorry, ich habe ein bisschen. Das war gerade. Sorry, ich bin manchmal ein bisschen. Bin Kein gerade ein bisschen Problem. aufgeregt. Verstehen Sie ja sicher. Ist verständlich, Das ja. heißt, ich habe da ja schon mindestens 1000 Euro gewonnen. Als Wertgutschein von Gutschein. 1.000 Euro, Ja, richtig. genau. Genau. Wie cool. Also weniger als den Wertgutschein von 1.000 Euro willst du nicht, aber fixieren Sie sich bitte nicht auf den Gutschein, Doch. weil es kann definitiv ja mehr werden, ne? Und wie Sie auch ja wissen, werden Gewinne ab 500 Euro bei einem kostenlosen Preisausschreiben in Deutschland für 20% zu versteuern. Und Nein, weil auch ein das ist mindestiger Quatsch, als Wertgutschein, ob. doch, Das ist doch, das wurde wie doch Sie auch von der 2000, Lotterie gesendet, Herr Zentan. das wurde doch 2003 geändert. Ja, es ist nur noch bei Lotto und bei einem Gewinnspiel, wo Sie eine bestimmte Gebühren zahlen. Das sind doch dort die Gewinne steuerfrei haben für ein Jahr. Nein. Aber bei einem kostenlosen Preisausschreiben ist Das es definitiv klingt nur bis nicht zu 500 richtig. Euro steuerfrei. Und was darüber beträgt, sind wir gewinnsteuerpflichtig. Nein, das klingt falsch. Ist nicht falsch, ist richtig. Ach so. Glauben Sie mir. Okay, ich glaube Ihnen. Gut. Habt ihr es gerade gehört? Sie freut sich total, weil sie denkt, sie hat es geschafft, mich zu verarschen. Hier, ich spiele euch die Stelle nochmal. Okay, ich glaube Ihnen. Gut. Wie ich schon sagte, weil es auch solche hohe Kosten sind und Ihnen ein Mindestgewinnwertgutschein von 1.000 Euro bereits zusteht, betrifft Sie das ja auch. Damit auch alle Finalisten den Gewinn ja steuerfrei erhalten, Ach bekommen so, alle Gewinner einen Sponsor. ich zahle ja keine Steuern. Warum zahlen Sie keine Steuern? Das sind ja keine normale Steuern, das sind Gewinnsteuern. Ach so, nee, ich zahle gar keine Steuern. Wie kommen Sie, dass Sie gar keine Steuern zahlen? Gewinnsteuer ist was sonst anderes, Naja, Herr das Zentan. ist. Ja, aber Das zahlt ich bin alle. ja umgezogen und seitdem muss ich keine Steuern mehr zahlen irgendwie. Die haben noch nicht wieder nach Steuern Weil sie gefragt. umgezogen sind? Ja. Nur weil sie umziehen, heißt nicht, dass sie Gewinnsteuer nicht zahlen müssen, Herr Zentan. Also bisher musste ich keine Steuern zahlen. Vielleicht kommt das Ja, noch. aber es ist halt nicht falsch. Diese Gewinnsteuer zahlt jeder Teilnehmer. Ach so, die zahlt man trotzdem, auch wenn man keine normalen Steuern zahlt.
Ja, das sind Okay. also nur ganz normale Steuern und Gewinnsteuern sind zwei verschiedene Sachen entfallen. Normale Steuern sind ja ungefähr um die 19%. Ja. Ja, und eine Gewinnsteuer fängt ab 20% ab. Das ist doch fast das Gleiche. Also, nee, ist nicht fast das Gleiche. 19 kann man ja auf 20 aufrunden. Also eine Gewinnsteuer ist ungefähr 24,53% Also, Sie haben doch gerade laut gesagt Gesetz. 20%. Circa. Ja, was denn jetzt? 24 oder 20? Gesetzlich ist es 24,23. Ach so, okay. Ja, wie viel wäre das denn? Also, ich habe noch gerade Geld über. Da muss ich Ihnen das dann überweisen oder wie funktioniert das? Nein, nein, gleich noch. Wie schon Okay. sagte, damit auch alle Finalisten seinen Gewinn hier steuerfrei erhält, bekommen alle Gewinn einen Sponsor. Und zwar ist es nämlich eine Sponsorzeitschrift über 14 Monate. Hier kann ich euch vielleicht einen kleinen Ausblick auf die potenzielle Zukunft geben. Wenn Callcenter Fund mal ein bisschen größer ist, gäbe es theoretisch die Möglichkeit zu versuchen, die Verlage von diesen Zeitungen unter Druck zu setzen, dass die Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, stärker kontrollieren. Momentan haben sie noch einen Grund, das aus Geldgründen nicht zu machen, aber mit genug Leuten kann man die ziemlich sicher dazu zwingen. Dafür sind die letzten 2 Monate gratis. Das heißt, sie haben keine Gewinnsteuerausgabe mehr, egal welche der 20 Sätze sie erzielen werden. Und somit sparen sie die Steuern von mindestens 200 Euro, sogar bis zu 15.000 Euro. Eine unserer Hauptsponsoren, Herr Zentfahren, wäre der Fernsehprogrammzeitschrift Die Hör zu, was auch schon mal hier für Sie vorgemerkt worden ist. Soll es bei der Hör zu bleiben oder möchten Sie lieber einen anderen Alternativ lieber auswählen? Das gerade war übrigens ein manipulativer Trick, der eigentlich mehr so ein Erziehungstrick ist für ganz kleine Kinder, um die Aufmerksamkeit bei einer Frage, ob man etwas machen will, weg davon zu lenken, dass man es überhaupt machen will. Sagt man in der Frage implizit bereits, dass man es machen will und lenkt die Aufmerksamkeit auf eine Entscheidung. In diesem Fall fragt sie nicht, wollen Sie eine Zeitschrift als Sponsor haben, sondern diese Zeitschrift ist für Sie als Sponsor vorgemerkt. Möchten Sie diese oder eine andere? Dadurch wird die Option, dass man gar keine möchte, quasi versucht zu verstecken. Soll es bei der Hör zu bleiben oder möchten Sie lieber einen anderen Alternativ lieber auswählen? Ich möchte einen anderen Alternativ lieber auswählen. Gut, denken wir noch Computer, Wissenschaft, Auto, Finanzen oder noch im Bereich Nachrichten. In welchem Bereich würde Sie denn eher was interessieren? Im Bereich Religion. Habe ich nicht. Dann Politik. Computer, Wissenschaft, Auto, Finanzen oder Haben Sie Nachrichten? nichts zur Politik? Politik Ja. ist Nachrichten. So wie Stern, Fokus, der Spiegel oder Cicero. Hätten wir So, da. nee, das ist mir zu politisch. Dann lieber was zu. Sie haben gesagt, Computer haben Sie? Ja, da habe ich ein Computerbild mit DVD. Ich habe nur ein CD-Laufwerk. Haben Sie die Bild? Sie ist immer so tolerant. Nein. Okay. Ah, verdammt. Gut für die Bildung, gell? Ja. Okay. Ja. Ja, dann, ich weiß nicht, ich meine, das ist ja eigentlich egal, welche Zeitschrift ich nehme, ne? Ich weiß nicht, was Sie bevorzugen würden. Also Computer zerfällt, weil Sie keinen DVD haben, sondern ein CD-Werk. Ja. Bildzeitung haben wir eh nicht. Ja, ist doch doof. Nachrichten wollen Sie ja nicht. Zu politisch. Da haben wir noch Bild der Wissenschaft Ja. oder noch Motorsport, aktuell Automotorsport oder die Autobild. Ach, die Autobild haben sie. Die Autobild habe ich. Aber nur die Bild habe ich nicht. Ja, wenn ich jetzt ein Auto gewinne, dann muss ich mich vielleicht mal besser darüber informieren. Okay. Was steht denn so in der Autobild drin? Ich muss mal gucken, ob ich einen Inhalt für die Autobild mal hier ein bisschen habe. Jo, gucken Sie mal. Weil ich bin ja eine Frau, davon abgesehen. Echt? Es ist ein Euro ja, Europas größte Automobilfachzeitschrift, 19 Euro Schwesterblätter sowie 2 asiatische Lizenzausgaben erreichbar und Autobild Woche für Woche 38 Millionen. Seit 1986 gibt es die Zeitschrift. Was? Das ist auch der Abstand der meistverkaufte Autozeitschrift in ganz Deutschland. Nee, ich habe ja gefragt, was drin ist, nicht was die Statistik ist. Mobilfachzeitschrift ist es, also Autozeitschriften, also gibt es Autos, wie ich mal sagen. Autoweise Verkauf, schätze ich mal, und Ankauf, Verkauf, wie viel PS ein Fahrzeug ja hat, Aha. wie viel Umdrehung und Zylinder und so alles drum und dran. Ah, ja, das wollte ich schon immer mal wissen. Okay. Jetzt, dann nehme ich quasi die Hör zu und die Autobild. Nee, sie brauchen nur eins. Tja, geht Was nicht jetzt? beide. Nö. Warum nicht? Ich kann nur eins an Sie kaufen. Hier hat sie sich übrigens verplappert und gesagt, verkaufen, statt dass das der Sponsor ist. Ich kann nur eins an Sie kaufen. Oder ich muss es mit meinem Vorgesetzten erstmal abklären und dann kann
kann ich Sie gleich nochmal anrufen. Ja, Sie können ihn jetzt kurz fragen. Ich warte kurz eine Minute. Sie brauchen ja, nicht nochmal neu anrufen. Ja, Moment bitte, ja? Jo, bis gleich. Okay, bis gleich. Hallo? Ja, ich war jetzt da. Also mein Vorgesetzter sagt nur eins. Nur eins? Geht nur eins. Kann ich dann was die... Was Autobild? Kann ich dann oder die... Kann ich dann die Auto-Hör-zu-Bild bestellen? Nein, können Sie nicht. Oh... Mann, oh. Gibt so eine Zeitung, gibt doch nicht. Also entweder nur die Auto Bild oder die hört zu. Ja, aber was ist mit der Automotor hört zu Bildsport? Die will ich unbedingt. Ne, hab ich auch nicht. Ach, verdammt. Nee. Das ist ein Scherzkeks, ja? Ja, das liegt aber an dem Lachgas. Ich war heute Morgen beim Zahnarzt. Lachgas? Ja. Ach so, okay. Ich musste eine professionelle Zahnreinigung gemacht werden. Und ich bin da immer total nervös. Und wenn ich dann auf dem Stuhl sitze, dann zappel ich immer so rum und dann muss der mich mit Lachgas immer betäuben. Mit dem Lachgas habe ich noch nie funktioniert. Eine normale Betäubung reicht mir völlig aus. Ach so, Sie klingen aber gut wie jemand, der mit Lachgas seinen Spaß haben würde. Habe ich noch nie getestet. Ja, müssen Sie mal. Ach Gott, davon abgesehen. Gut, okay, dann nehmen wir die Hör zu, oder? Nehmen wir die Hör zu, gut. Für die eventuelle Bargeldgebung und der heutige Abruf für die Zeitschrift Hör zu, will ich jetzt einfach um die IBAN dann bitten, bitte. Ja, ich nehme immer den ICE 437 und dann die Tram. Nee, einmal die IBAN bitte. Achtstellige Bankleitung, Kontonummer würde auch gehen. So, dann müsste ich kurz meine Bankdaten raussuchen. Ist mir egal, ich habe Zeit. Sie haben Zeit, wie das ist schön zu hören. Diese Aussage werden Sie sicher nicht bereuen. Mich jagt keiner hier weg. Ja gut, dann gucke ich, dann fahre ich mal den PC hoch. Der ist zwar ein bisschen älter, aber er liefert gute Dienste. Also der PC, nicht hoffe, Sie. Er leistet die Dienste. Ja. Und, wie gefällt Ihnen Ihr Job so? Sonst würde ich jetzt seit 3 Jahren hier nicht arbeiten, oder? Wenn es mir nicht gefallen sollte. Ich weiß ja nicht, wie lange Sie schon hier arbeiten. Was soll ich denn also wissen? Ich sag mal so, Herr Zantal, bei mir ist erstmal, also bevor der Gehalt kommt, muss mir die Arbeit Spaß machen. Und meine Kollegen müssen mir nett sein. Okay. Ich mache die Arbeit nicht Spaß. Ja, das stimmt. Sonst komme ich immer mehr ungern zur Arbeit. Und so komme ich gerne zur Arbeit. Was machen Sie dann? Ich mache so öffentliches Informations- und Aufmerksamkeit über bestimmte Dinge. Okay. Ja. Super, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich vom Vertrauen auch. Ich hätte aber jetzt noch eine Bitte an Sie, dass Sie auch bitte meinen Namen sicher mitnotieren. Und damit Sie auch hier wissen, mit wem Sie hier gesprochen haben. Ist ja auch ja wichtig, ne? Ja, wissen Sie was? Ich würde mir bitte nicht nur den Namen, sondern alle wichtigen Informationen kurz aufschreiben. Weil bei uns ist der Postbote immer ein bisschen zu unzuverlässig. Und wenn ich halt irgendwie in einer Woche oder so nichts von ihm bekomme, dass ich mich melden kann. Na klar. So. Ich melde mich ja von der Presse-Medienservice aus Landshut. Presse-Medienservice. Woher? Landshut. Okay. Straße? Bahnhofstraße 32. Ich habe gerade versucht, Ihre Adresse bei mir im Adressbuch einzuspeichern. Und er fragt mich gerade, welche Bahnhofstraße 32, weil es gibt hier welche, eine in Essenbach. Weil Michel, Pfefferhausen, Welden und Geisenhausen. Welches davon sind Sie denn? Da fragen Sie mich zu viel, weil ich wohne nicht lange hier. Okay, sind... Da habe ich mich jetzt so nicht haargenau erkundigt. Wenn Sie es nicht wissen, fragen Sie einfach kurz den Chef. Ja, mach ich. Sag mal bitte. Hallo? Hallo. Kennfahren? Ja. Ich habe jetzt meinen Chef nicht erreicht, aber... Sie müssen doch wissen, in welcher Stadt Sie sind. Nee, muss ich nicht. Mir reicht über die Anschrift. Ich weiß, wie ich hierher kommen muss, weil ich lebe gerade mal einen Monat hier. Also bei mir dauert es. Was? Okay, ich bin normalerweise eine Kielerin. Fragen Sie mich bei Kiel alles. Da kann ich alles sagen. Wo wohnen Sie denn in welchem Dorf? Dann gucke ich, wo das in der Nähe ist, von welchem der Orte. Sag ich nicht, dann kommt Sie nicht besuchen, wa? Gut. Dann doch dieses Begrüßungsschreiben auch an Sie zu senden darf, bekommen Sie in wenigen Minuten noch mal einen kurzen Anruf von der Postkontrollabteilung, damit Sie auch dort abgesichert sind. Und den Anruf dürfen Sie natürlich auch nicht verpassen, der dient auch ja für Ihre Sicherheit, ja, damit Sie auch erstens den Schreiben von uns erhalten können, ne? Ach so, ja, Angaben. Zur Sicherheit, Sie haben gesagt, also zur Sicherheit brauche ich das nicht, das ist kein Problem.
Doch, das ist für Ihre Sicherheit, dass jetzt auch Ihre Unterlagen hier unter Datenschutz reingesetzt werden kann, ne? Ach, das brauchen Sie quasi. Genau, also Sie bekommen es nochmal schriftlich zugehört. Okay. Ja, weil meine Haben Sie Frage noch ist also irgendeine... zu meiner Sicherheit, ich mache es einfach so, ich zeichne einfach alle meine Telefongespräche auf. Das ist ja viel einfacher. Ja, müssen Sie erstmal um Erlaubnis fragen, Herr Zahnfang. Das wissen Sie doch. Ach so, nicht. Ich lasse das über Texas laufen. Da gibt das One-Party-Consent-Law. Da muss nur eine der Personen im Gespräch zustimmen und das bin ich. Nö, gesetzlich her müssen Sie beide Zustimmung haben. Ja, aber nicht in Texas. Und dieser Telefonserver, über den Sie mich angerufen haben, läuft in Texas. Also brauche ich nur meine. Nö? Aber wir leben hier in Deutschland, Herr Zentner, das ist was anderes. Ja, wenn Sie einen Telefonserver in Texas anrufen, dann müssen Sie sich mit den texanischen Gesetzen auseinandersetzen. Also ich lebe in Deutschland, mir reichen unsere Gesetze von davon abgesehen. Was soll ich Ja, denn Texas? haben Sie was dagegen, dass ich dieses Gespräch aufzeichne überhaupt? Also wenn Sie jetzt mich jetzt so fragen, ja. Warum? Ich zeichne, weil Sie noch gar nicht, am Anfang des Gesprächs uns mich gar nicht drauf angesprochen haben. Es ist ja genauso, wenn Sie jemanden fotografieren wollen und dann fragen Sie auch nicht um Erlaubnis. Das dürfen Sie auch nicht. Ja, aber kennen Sie nicht Paparazzis? Die fotografieren andauernd Leute, ohne dass sie es wollen. Und das ist auch rechtlich okay. Ja, dafür kriegen Sie auch die Anzeigen. Nö, rechtlich ist es nicht okay. Also, Joe, hoffe, der Anruf hat euch gefallen. Ich fand es interessant, dass sie sich am Ende wie so ein ertapptes Kind verhält. Kennt man auch an ihrer Stimmlage. Wie immer gilt, die Betrugsmasche gelingt ihnen nur, wenn die Menschen nicht darüber informiert sind. Da sich die Callcenter meist vor dem Gesetz im Ausland verstecken, kann man ihnen auch nur schaden, indem man möglichst viele Menschen darüber aufklärt. Dabei könnt ihr helfen, indem ihr dieses Video auf Plattformen wie Facebook, Twitter und WhatsApp teilt. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr unter dem Video auf diesen Teilen-Knopf drückt. Wenn ihr nicht auf den Plattformen seid, könnt ihr in dem Video auch eine Bewertung und einen Kommentar geben. Dann zeigt der YouTube-Algorithmus es automatisch mehr Leuten. Was mich diese Woche für die Kommentare interessieren würde, habe schon oft gehört, dass viele meine Videos nebenher zum Einschlafen oder beim Zocken hören. Deshalb interessiert mich, was ist so die ungewöhnlichste Situation, in der ihr so einen Anruf gehört habt?